So, Zylinderkopf, haben sie gesagt. Ventile anschleifen muss man da auch, haben sie gesagt. Ja, muss man auch. Wir tun jetzt mal zusammen Ventile anschleifen. Hab jetzt hier mal der Auslass, Einlassventil. Ich muss das erstmal ein bisschen präparieren hier. So. Ist ja wie gesagt neu poliert und alles. Da kommt jetzt so Ventilschleifpaste drauf. In fein. Boah, ein bisschen viel genommen. Macht aber nichts. Ich nutze ausdrücklich immer nur die Nachschleifpaste, weil die Vorschleifpaste einfach viel zu grob ist. In meinen Augen. Und der Ventilsitz ja hier wirklich gut ist. So, get me rein. Das Loch. Mal gucken, wir machen doch anders reingehen. Die hält sogar so. So. Ja. Und dann geht man da immer in einer gleichen Bewegung hoch und runter. Ich zeige euch jetzt gleich mal den Unterschied. Sieht man nämlich dann ganz schön. So. Ich nehme mal noch was mit hier. So, wie man jetzt hier sehen kann, am Ventil sieht man jetzt so einen matten Rand. Ich denke, das kann man erkennen. Ja. Das ist jetzt das, was wir auf dem Ventilsitz eingeschliffen haben. Also das Ventil auf dem Ventilsitz eingeschliffen haben. Zum Vergleich, jetzt ein unbehandeltes. Da sieht man noch keine matte Stellen. Und genauso wie hier sieht der Ventilsitz komplett anders da aus bei dem Zylinder. So. Muss man sehen, wie ihn gefangen kriegt. Wie logischerweise da im Auslass sieht man das dann auch schöner. Aber das machen wir gleich. Und so wie das jetzt hier aussieht, gucken wir uns mal genauer an. Ist das vollkommen ausreichend? Weil man hat nämlich hier dann immer so Einschlüsse und so weiter, die müssen natürlich weg. Und so sieht das aber sehr, sehr gut aus. Ja, ist für Auslassseite perfekt. Bleibt das hier drin, weil das Ventil hier auf den Sitz eingeschliffen ist. Ja, Auslass. Auslass kann man jetzt mal füllen. Der Auslass sieht jetzt so aus. Ja, sieht man ganz gut. Und die Auslasssitz sieht mir, wie scheiße der jetzt auf Deutsch gesagt aussieht. Ja. Und das ist jetzt gleich nicht mehr so. Sagen wir einmal so klack. So. Wenn man jetzt sieht, so sieht der Auslass jetzt aus. Viel, viel schöner wie vorher, würde ich mal sagen. Und so ist das Ventil jetzt. Auslassseitig. Kann man ganz gut erkennen, denke ich. Jetzt. So ist das prima. So bleibt das natürlich auch. Da. Wollte ich noch sagen. Ventilsitze kann man schneiden lassen. Da werden dann die Ventile auf dem Ventilsitz geschnitten. Das ist die 100% Lösung. Yeah.
Ventilschaftabdichtung. Kannst ja mal, musst du rumkommen. Auf den Meter. Kommen wir so ran, gucken sie mit. Das sind die Ventilschaftabdichtungen, die neuen. Die werden jetzt hier. Neben sehen kann, ist hier so Gummitüll drüber. Ja. Ach, Gummitüll ist ja schon so ein Schutzhalter, dass man halt hier oben die Lippchen an der Ventilschaftabdichtung nicht beschädigt. Wo hältst du das her? Nicht beschädigt. Ja. Kommen die hier drauf, die habe ich jetzt ein bisschen ingeölt. Mach das hier flutschig flutsch. Dann hier handelsübliche Elfernuss. Und dann gibt es noch einen kleinen Haui-Haui. So. Versuchen wir das noch rauszuziehen. Und jetzt ist das Ding drin. Und wenn das dann drin ist, dann machen wir die Ventilfedern ran, dann sieht das so aus. Dann ist alles komplett. Ventilfedern mit den Keilen, das sind die kleinen Keilchen, die den Ventilfeder festhalten am Ventil. Das sind die Ventilfedern. Ja, doppelte, original schon. Und so kommt das jetzt dann quasi hier so, kann man präsentieren. Zack, bang, bumm, drin. Mit dem Ventilkeil und sieht dann später so aus. So, jetzt mache ich einmal so einen Schnack hier, so einen Schnacki hier. Weiter geht's. Hier. So, Ventile sind alle. Ach, Ventile. Ventile und Ventilfedern sind alle drin. Mit den Ventilkeilen. Ja, hier ruckzuck hingekriegt hier der Kollege. Armenfrei. So sieht es aus und guck mal, wie schön. Verdammt geil sauber der eigentlich hinten drin ist. Ah, das ist so schön geworden. So. Was müssen wir jetzt machen? Weiter geht's mit den Hydros. Das sind die Hydrostößel. Die kommen jetzt rein in den Kopf. Das lasse ich jetzt mal den Kollegen machen, weil ich muss mal ein bisschen meine Schulter entspannen. War gerade ein bisschen heftig hier. Und ja, kannst du ja mal kurz hier rüberreisen. Die kommen jetzt hier logischerweise auf die Ventile drauf. Wie gesagt, das macht jetzt der Kollege und kann dabei zugucken. Ja, finde ich gut so. Die ganze Geschichte hier noch ein bisschen in. Blöd drüber, hey. Ja. Dann machen wir jetzt mal die Nockenwelle drin, würde ich sagen. Schön.
So, Nockenwellen sind original, aber nicht ganz original. Das sind 2,9 Liter vom ABV-Motor, die jetzt hier reinkommen. Hier auch dran zu erkennen an der Nummer. So. Zack, weg, boom. Jetzt kommen die Halteböcke. Da muss man drauf achten, die haben eine Fallrichtung, wie man sehen kann, und eine Nummerierung. In dem Fall sind sie jetzt so, wie sie hier rausgebaut worden sind, kommen sie jetzt logischerweise auch wieder rein. Da sollte man auch drauf achten, weil nicht ohne Grund sind die nummeriert und nicht ohne Grund haben die eine Richtung. Das war es dann erstmal mit dem Zylinderkopf-Video oder Zylinderkopf-Montage-Video oder wie man es auch immer schimpfen mag. Das nächste Video ist dann die Zylinderkopf-Montage auf dem Motor. Dann danke ich euch bis hierhin erstmal fürs Zuschauen und für alles Weitere. Wie gesagt, Like, Follow, Kommentar, wissen wir ja mittlerweile. Fleißig so weitermachen, das war echt gut. Ja. Mit den Kommentaren, da kann ich auch dann drauf antworten, genau wie die eine Frage. Ich hoffe, ich habe weitergeholfen. Und ja, wie gesagt, abonnieren den Scheiß. Gefällt mir drücken, wenn es einem gefällt. Und wenn es euch weiterhin interessiert, wie es weitergeht mit dem Motor und mit dem Projekt, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin und ciao. So. Ohne. Ja. So. Weiter geht's. So, weiter geht's. Oh.